Ein von Herzen kommendes Hallo zu The Legend of Zelda, The Wind Waker und wahrscheinlich gerade zum Kamerafreeze, denn das ist die zweite Aufnahme heute und wie wir wissen, es ist eine Regel, dass die zweite Aufnahme am Tag und die fünfte und sechste oder irgendwie sowas oder fünfte und siebte immer die Kamera freest. So, wir sind im Dekobaum. Er ist wieder geheilt anscheinend. Ich ploppe mir jetzt bestimmt wieder auf. Achso, okay. Ja, keine Ahnung, was gibt es hier sonst noch in dem Raum, was man machen kann? Ich meine, da komme ich ja irgendwie nicht dran an die Gegner. Ich habe noch keinen Bogen oder keine Zwille oder keinen Bumerang oder whatever man benutzen könnte, um wieder vernünftig runterzuhauen. Kommt da ja auch nicht dran, das ist Ding. Ledern. Oh lol. Oh lol. Alter, das hat ein bisschen geruckelt. Zu viel für den Emulator. Was passiert hier? Grünes Schleimgelee. Ja, ich weiß, es ist dasselbe wie das andere, nur ein bisschen anders halt. Magische Energie wieder auf die Sprünge helfen. Okay, alles klar. Geh doch. Nein, ich will die grünen Dinger. Ah, du bist doch. Lass mich doch, du blöder Dekobaum. Alter, was bist du? Alter, sprich doch mal in einer Sprache, die irgendwer versteht. Bitte entschuldige. Es ist nur so, dass dein Gewand mich an vergangene Tage erinnert und ich mich der Sprache aus eben jener Zeit bediene. Okay, die haben damals eine andere Sprache gesprochen, gut zu wissen. Ich bin der Schutzgott dieses Waldes, der Dekobaum. Ich danke dir, dass du mich von diesen Plagegeistern erlöst hast. Sag mir, derjenige, der dich hierher geführt hat, ist nicht zufällig ein sprechendes Boot namens Roter Laun. Nein, das ist Papa. So. Das dachte ich mir. Ja. Dann benötigst du also den Demon meine ich, der Göttin, nicht wahr? Hab ich nicht. Verstehe, damit ist auch das Rätsel um all die Monster geklärt, die vor einiger Zeit, nicht langer Zeit, hier aufgetaucht sind, um die Wälder unsicher zu machen. Dieser schändliche Ganon ist demnach wieder auferstanden. Eile ist geboten. Krox, Kinder des Waldes, dieser Junge ist nicht euer Feind. Seid unbesorgt und zeigt euch. Oh lol, die Waldgeister. Wie lautet dein Name, mein Junge? Arsch! Fragezeichen. Arsch! Darf ich dir die Crocs... Achso, das ist immer noch der Typ. Darf ich dir die Crocs vorstellen? Die sind ein Volk von Waldgeistern. Ursprünglich waren sie Menschen, aber die langen, langen Jahre des Lebens... Umgeben vom Meer haben sie zu ihrer jetzigen Gestalt entwickelt. Bla bla bla. Die Menschen haben Angst vor ihnen wegen ihres Aussehens, aber in meinen Augen sind sie alle liebe, brave Kinder. Wie gewohnt wollten wir gerade alle zusammen unsere alljährliche Zeremonie abhalten. Den Dämon, den du benötigst, will ich dir nach der Zeremonie auswählen. Oh nein, das kann doch nur schief gehen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mit der Zeremonie beeilen, dann geschieht doch noch ein Unglück. Nun denn. Sind alle bereit? Wollen wir anfangen? Dekobaum, Dekogaum, furchtbar, furchtbar, es ist ganz furchtbar. Mokurus ist... Was ist geschehen, Tilius? Du und Makurus, ihr kommt aber auch immer zu spät. Aber nein, Dekobaum, Mokurus ist in den verbotenen Hain gestürzt. Ich kann fliegen. Was sagst du da in dem verbotenen Hain? Aber der ist doch... Verboten! Ich habe ihm doch gesagt, er soll vorsichtig sein, aber Mokurus sagte, er würde diesmal die Route oberhalb des verbotenen Heils anfliegen. Das sei eine Abkürzung. Immer dieser Mokurus. Arsch! Du hast es ja gehört. Der verbotene Hain liegt gleich hinter diesem Wald. Und da ging's doch gar nicht weiter auf der Insel. Es ist ein unheimlicher Ort, an dem sich schreckliche Monster niedergelassen haben. Und dort ist mein kleiner Makurus abgestürzt und wird jetzt bestimmt von ihnen gefangen gehalten. Du wurdest vom Papa hierher geführt. Dürfte ich dich wohl darum bitten, meinen kleinen Makurus zu retten? Dekobaum, Mensch, könnte aber nicht fliegen.
Da hast du recht. Vom Meer aus kommt man dort wohl nicht hin. Arsch! Du scheinst mir zwar schwerer zu sein als die Krux, aber es muss funktionieren. Es muss einfach. Benutze den Gegenstand, den ich dir gebe, und fliege damit in die Lüfte. Fliege, wie du noch nie geflogen bist. Fliege wie ein Vogel. Fliege wie... Alter, was ist denn mit dem los? Kann ich jetzt fliegen? Ha! Also dann, Arsch! Klettere bis hinauf über meinen Kopf und hol dir das Blatt. Cool, dann kann ich jetzt fliegen. Wie kletter ich denn darauf? Hier hoch? Ich habe wieder die Uhr nicht gestellt. Verdammter Mist. Dauert auch mal 10 Minuten, auch wenn es ein bisschen zu wenig ist. Das sind wieder Viecher. Lol. Alter, was geht? Muss ich was? Ich kann was drücken. Okay, ich kann zielen. Immerhin. Kann ich auch nach vorne? Nein, falsche Richtung. Ah, alles klar. Easy. Hab's gerafft. Wahrscheinlich immer Max Range. Nee. Puh. Erst gucken. Aber da ist nichts. Ah, ich kann da wahrscheinlich oben auf dem Baum, oder? Tatsache. Yo, Bro, was geht? Willst du mich loben? Du bist wirklich sehr geschickt darin, werter Freund. Weiter so, bis ganz nach oben. Wenn du dich in der Sprungrichtung täuschen solltest, lass einfach den scheiß Knopf in der Mitte neutralen Position. So landest du wieder sicher im Baum. Bumper, 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 Humper. Okay, und jetzt? Ja, und jetzt? Wie komme ich denn jetzt weiter? Ach so. Oh, lol. Erstmal hier. Alter, du sollst nicht... Hör doch mal auf damit. Du musst nicht allen immer deine Erfolge zeigen. Wir sind ja nicht bei Dark Souls. So, weiter geht's. Nee, das ist falsch. Das ist doch komplett links. So wird das doch nix. Oder nicht link. Er ist ja nicht link. Link ist ja... Gibt's ja nicht mehr. Arsch. Noch einmal. Zurück. Vor. Hops. Und weiter. Nee, erstmal gucken. Und jetzt. Er konnte es auch nicht weiter unten hinpacken, ne? Das blöde Kackding. Hey, du sollst nach vorne. Jetzt, da haben wir es doch. Du hast das Dekoblatt gefunden. Lege es auf irgendeine komische Taste und wirbel deine Umwelt kräftig auf. Benutze es im Sprung. Kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch Lüfte gleiten. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten. Ach, jetzt habe ich Magie. Werter Freund, hier drüben. Hallo, hier bin ich. Flieg von dort rüber mit Hilfe des Dekoblatts zu mir. Ich bin ein bisschen kacke, ich muss rumspringen. Kann ich nicht einfach auf den da springen und der schießt mich rüber? Naja, egal. Wir machen es mal, wie es uns geheißen wurde. Wo ist das Dekoblatt? Wo ist das Dekoblatt? Ach, da. So. Wie mache ich denn das? Lol, was geht mit denen denn ab? Whee! Oh, der Pfeil ist aber süß. Oh, ich kann noch zurückfliegen. Bleib. Finde ich jetzt auch Magie? Was ist das denn? Ist das Magie? Ah, das ist Magie, okay. Britz. Jo, was geht, Bro? Großartig, werter Freund. Du scheinst den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt bereits prima zu beherrschen. Aber wie vermutet, kannst du nicht allzu lange fliegen, dass du viel schwerer bist als wir, werter Freund. Also dann, da du viel schwerer bist, denke ich mal. Da drüben ist der Eingang zum verbotenen Hain, in den der arme Makoros gestürzt ist. Ich habe Hunger, fällt mir gerade auf. Bitte rette unseren Freund. Ich glaube, ich muss hier nachher was essen. So. Verwunschener Hain. Ne, verbotener Hain. Ne? Ah ne, wir sind noch gar nicht da. Alter, was geht mit denen? Zu dem muss ich hin. Sind doch alle wahnsinnig hier. Das wollte ich haben.
So, das sind jetzt so Tippgeber, nehme ich an. Der mir erklärt, Glückwunsch, werter Freund. Endlich erhältst du das Dekoblatt in den Händen. Die unheimliche Insel, die du da siehst, ist der verboten. Wie kann man denn mal eben sagen, oh, die Route ist schneller und dann mal eben komplett woanders hinfliegen? Der ist ja wohl mal komplett weit von dem Eingang des Dekobaums weg, oder? Ah, verbotene Hain, in den Makorus gefangen gehalten wird. Flieg mit Hilfe des Dekoblattes bis zum Eingang da drüben. Das Dekoblatt ist aber ein wieder erwendabhängiges Untersiehen. Wenn also der Wind dich in die richtige Richtung weht, landest du im Wasser. Ich hoffe jedenfalls für dich, dass der Wind in der richtigen... Ja, ich weiß, ich soll den Wind jetzt ändern. Düsen wir jetzt dahin oder düsen wir jetzt dahin? Ich dachte, der Typ ist da hinten. Wo wollen wir jetzt hin? Das ist Südwesten. Sollen wir nach Südwesten oder sollen wir nach... Oh, so, so, so. Bling, 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 bling. Blong. So, Lied des Windes, bla, bla, bla. Wir düsen mal... Ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin. Sollen wir nach Südwesten? Sollen wir dahin? Gucken, was es da gibt. Warum hat er uns das denn gezeigt? Naja, wir machen es einfach, weil wir Macher sind. Wir sind einfach Macher. Wir scheißen auf das, was uns das Spiel vorgibt. Wir wollen erkunden. Wir wollen einfach das Abenteuer. Das suchen wir. Und das finden wir hier auch. Außer ich verkacke halt. Fürs Abenteuer! Oh nein, da ist ja so ein Scheiß. Den habe ich ganz vergessen. Geh aus dem Weg! Verpiss dich! Weg da! So. Ich komme! Fürs Abenteuer! Komm mit ins Abenteuerland. Hallo! Ganz ausgezeichnet, werter Freund. Den richtigen um. Jetzt heißt es ein bisschen Gras mähen. Der Eingang zum verbotenen Hain liegt höher als diese Insel, auf der wir uns befinden. Also, du. Was? Um also an Höhe zu gewinnen, musst du diesen aufsteigenden. Die aufschreibende Luft. Ach so, wir müssen in den Tornado rein. Kannst du den Aufwind dort sehen, werter Freund? Die Luftströmung hier bewegt sich ziemlich schnell. Sie bewegt sich stets mit dem Wind. Du musst den richtigen Zeitpunkt abwarten und dann mit viel Schwung abspringen. Jetzt brauchst du nur noch darauf zu warten, bis der Wind... Bla, bla, bla. Ja, ich hole mir jetzt hier ein bisschen Party. Da ist Party. So, also wir müssen darüber. Das kriegen wir hin. Wir müssen erstmal den Wind ändern. Moment, welche Richtung ist denn das überhaupt? Ich hab nicht aufgepasst. Westen? Nordwesten? Ich mach mal Nordwesten. Ist richtig, oder? Sieht richtig aus. Alles klar. So, wir müssen jetzt warten, bis das Kackding kommt. Oh, Moment, vielleicht soll ich mal das Ding lassen. So, okay. Wo bleibt er? Da kommt er. Ich hab Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Absprung! Düs rein! Düs rein! Flieg hoch! Ja, geil. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich hätte speichern sollen. Oh Mann, ich hätte speichern sollen. Verdammt! Seist du's! Bin ich jetzt tot, oder? Ah ne, ich komme wieder da aus. Yes! Gott sei Dank. Wenigstens das Spiel nicht so assi. Jetzt muss ich aber erstmal hier, ne? Volle Energy. Okay, wir speichern mal lieber. Shift F1. So. Der Wind ist auf jeden Fall richtig. Ich weiß nur nicht, wie weit ist das Teil weg? Von uns. Also, nicht so weit eigentlich, ne? Höp. Flieg jetzt hoch! Flieg dadurch hoch! Ich plumps mal ins Wasser. Laden würde wahrscheinlich schneller gehen. Und würde uns deutlich weniger Leben kosten. Ja, okay, das meint er halt. Weil sobald das Teil hier am Wind vorbeikommt, düst er halt in dieselbe Richtung. Das heißt, wir müssen weitaus früher losspringen, nehme ich an. Wo ist er denn? Hauptsache, wir fliegen ja eh quasi vorbei. Hauptsache, wir erwischen das Ding.
Deswegen springen wir einfach mal schon jetzt ab. Der düst ja mit in unsere Richtung. Ja, wir müssen drin sein. Jawoll, easy. Was ist das denn? Sag nicht, die sind uns ein bisschen im Weg. Nee, 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 nee. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ganz cool bleiben, Leute. Ganz cool bleiben. Flöpp, erster. Ey, weh, du schubst mich hier runter. Dann gibt's aber mega. Husch. Ha! Geil! Blatt für mich. Okay, die kann ich wohl nicht so einfach killen. Ich kann die wegstoßen mit meinem Windblatt. Das war's allerdings auch. Also wir haben jetzt schon ein neues Utensil bekommen, relativ früh. Letztes Mal mussten wir da durchaus länger spielen, um diesen komischen, wie heißt der, Greifhaken zu bekommen in dem Dungeon. Leute, das geht hier nicht. Nicht, du sollst dich rumwirbeln, wer bist du? Okay. Ja, Handy, ich weiß, dass die Folge vorbei ist. Danke für den Tipp. Aber ich möchte hier noch kurz die Gegner killen. Das wäre nur zu nett, wenn ich das dürfte. Ist doch gut, Handy. Ja, siehste? Das haben wir jetzt. Glibberschleim. Wer bist du? Achso, dich kann ich nehmen. Okay. Kann ich einfach dagegen werfen vielleicht? Irgendwas ist zumindest passiert. Scheint irgendwie zu klappen, oder? Geh doch, lass mich doch in Ruhe jetzt. Huch! So, weg. Kann ich auch drauf rumschnetzeln? So, die Leaves müssten... Ne, die Leaves gehen nicht weg. Ey, kannst du einfach abhauen? Okay. Naja. Dann gehen wir mal kurz hier in den TP-Teleport rein. Springen einmal wieder raus. So. Nein, nicht nochmal da rein. Bist du denn verrückt? Dann hier hoch. Geh jetzt erstmal hier hin. Nein! Nimm doch den Schatz zumindest noch. Krieg jetzt sowieso eine Landkarte oder einen Kompass. Karte des Dungeons gefunden. Da, 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 da. Natürlich Labyrinthkarte, vollkommen uninteressant. Mit Hilfe von schaltest du Stockwerke hin und her. Ja, danke. Okay, was machen wir da jetzt? Kommen die immer wieder oder kann ich die einfach einmal alle killen und lassen wir den Ruhe? Eigentlich müsste ich ja das Spiel relativ zügig durchspielen, weil ich vor mir einen Weisheitszahn ziehen zu lassen. Und ich wette, da kann ich erstmal eine Woche nicht aufnehmen dann. Okay, hier passiert nichts. Das heißt, es geht wirklich darum, die Nuss dagegen zu werfen. Irgendwie. Gut, wie gesagt, Zukunftskevin macht das schon, der Idiot. Okay, er wird uns das auch mal kurz erklären, damit Zukunftskevin, der vielleicht heute nicht mehr aufnimmt, das nächste Mal nicht mehr weiß. Du wirst dich doch von den Tentakeln an der Tür, die die Tür versperren, nicht ins Boxhorn jagen lassen, oder? Sieh dir mal genau an, was passiert, wenn du dich ihnen näherst und was passiert, wenn du dich wieder von ihnen entfernst. Na, klingelt's? Na, klingelt's? Hm, klingel, klingel? Klinge, klinge. Na, ich muss halt die Dekonuss oder das komische Teil, ist ja auch egal. Machen wir mal einmal kurz. Draufwerfen. Hab ich jetzt getroffen offiziell, oder? Boah, ist, da sieht man mal, wie krass die Steuerung ist. Geh mal ein Stück hier rüber, vielleicht geht's besser. Mann! Nicht so. Treff doch so gar nicht. Ich muss doch das Ding in der Mitte treffen. Leute. Jetzt aber. So.
Na schade, ich treff's eigentlich komplett. Naja, wahrscheinlich muss ich die Deko-Nuss draufwerfen oder die Dinger hier irgendwie da runterholen. Keine Ahnung. Wie gesagt, Zukunftskevin macht sich da schon bestimmt Gedanken drum. Der hat er ja Zeit zu. Kann er dann machen. Mal gucken, ob er es gleich, ob ich jetzt aufnehme oder gleich. Ich werde jetzt erstmal gucken wegen Essen. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich wüsste gerne, ob die Zeit jetzt schon runter tickt bei den zwei Flaschen da unten. Aber Pustekuchen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss. Ich bin raus.